Dieser Pariser Kanal wurde nach 15 Jahren zum ersten Mal trockengelegt. Was am Boden gefunden wurde, schockiert und betrübt zugleich. Haben Sie sich jemals gefragt, was sich im Laufe der Jahre am Boden eines Kanals ansammelt? Am 4. Januar 2016 begann zum ersten Mal seit dem Jahr 2001 die Trockenlegung des Pariser Kanals Saint-Martin. Es dauerte 3 Monate und was am Boden gefunden wurde, ist traurig und zwingt uns, einen Moment nachzudenken. Im Folgenden finden Sie eine kurze, wenn auch schockierende Fotoreportage. So sah der Kanal jeden Tag zuvor aus. Um die Trockenlegung zu beginnen, wurde der Damm geöffnet. Dann wurden die Fische herausgenommen und an einen sicheren Ort transportiert. Als der Wasserstand fiel, stellte sich heraus, dass es am Boden des Kanals Elemente gibt, die niemals dorthin gelangen sollten. Ein Einkaufswagen, ein Koffer, ein Bürostuhl, Fahrräder, Tische, eine Einkaufstasche, ein Stuhl, ein Bett, eine Puppen-LKW, ein Roller, Flaschen und Dosen und allen anderen Müll, den man sich vorstellen kann. Es ist eine sehr schwierige Lektion. Wasserverschmutzung tötet mehr als 1 Million Seevögel und 100.000 Meeressäugetiere pro Jahr. Die Beseitigung von Verunreinigungen durch gedankenlose Menschen verursachen enorme Kosten. Wäre es nicht besser, den Müll zu entsorgen und das Geld auf eine bessere Art und Weise zu nutzen?